So Leute, da bin ich wieder zurück zum nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und es ging richtig ab letztens und ich glaube, es geht so wie letztens weiter. So, mal schauen, wo müssen wir denn jetzt hin? Dahinter, alles klar, aber ich gehe erstmal hier rein. Haben wir hier irgendwas Besonderes? Außer Pilze? Und die Geheimwaffe auf jeden Fall sind jetzt unsere Granatenpfeile, die wir auch im letzten Part bekommen haben. Also, Moment mal, wo geht's denn hier lang? Oder bin ich von hier gekommen? Ich bin von hier gekommen, ich Idiot, ne? Also, falls wir echt mal in Bredouille geraten sollten, dann ist unsere Geheimwaffe definitiv die Granatenpfeile. Neues Basislager entdeckt. Ufa-Anlegestelle. Alles klar. So, hier können wir noch was lesen. Oh, natürlich. Es ist ein Rätsel. Aber wenn ich richtig verstehe. Münzverstecke entdeckt. Gucken wir gleich mal auf die Karte. Alles klar. Oh, hier gibt es nur zwei. Ah, okay. So, wir haben einen Fähigkeitenpunkt. So, wo nutzen wir den jetzt wieder? Das ist immer die Frage, ne? Das wollte ich ja letztens schon mal machen mit dem lautlosen Kill. Verbessern Sie Feuerpfeile um die Reichweite des... Moment. Verbessern Sie Granatpfeile, um beim Einschlag zusätzlich in Springladungen freizusetzen. Das da vielleicht, oder? Ich weiß es nicht. Wir können schon fast alles machen. Ich mach das. Adrenalin. Komm schon. Passt. Können wir hier noch was verbessern? Ja, können wir. Beim Bogen? Ne, können wir nur bei dem. Ein Bogen fehlt uns noch. Bei der Waffe könnten wir was verbessern. Beziehungsweise bei der Pistol. Schussfrequenz. Was können wir hier machen? Nachladegeschwindigkeit. Komm. Ich glaube, die Pumpgun ist echt nicht schlecht. Und da kann ich schneller nachladen. Ich glaube, ist eine gute Idee. So, aber jetzt weiter. Oh, da hinten habe ich doch was übersehen. Da wäre ich jetzt fast vorbeigerannt. Lol. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Okay. Die Musik geht auch richtig ab jetzt hier. So, wo war das Münzversteck? Ach, da bin ich vorbeigerannt. Ja, nee, wenn es hier unten ist, dann nehme ich das schon noch mit. So ist es nicht. Ja, da unten ist es, alles klar. Diesen kleinen Umweg gehe ich na dann doch noch. Man übersieht die so schnell, ich sag's ja, ohne die Karte bist du echt aufgeschmissen, wenn du die alle finden willst. Hey, hey, hey. Hier haben wir noch was zum Lesen. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Wisst ihr was? Ich bin echt gespannt, wie lange das Spiel noch geht, beziehungsweise der Story-Mode. Ich hoffe noch lange, es ist so cool. Gott, es macht echt so viel Spaß. Aber es sieht mir so aus, als ob wir jetzt doch schon relativ weit bei der Story fortgeschritten sind. Aber ich glaube, wir sind noch länger nicht beim Ende.
Uns fehlen ja noch ungefähr 3 Gräber oder so, oder 4. Glaube ich. Spring! Boah, ist das wahnsinnig wieder. Lara, ich bin hier. Aber wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie Trinitys Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie! Das erledige ich. Das kann ich. Oh, fuck. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Artefakt? Nice. Eine päpstliche Bulle. Das Bleisiegel beweist die Echtheit eines Dokuments. Das muss zu etwas sehr Wichtigem gehören. Zum Beispiel einem Erlass der Exkommunikation. Mhm. Schön, schön. Weil er hat irgendwie voll die Ähnlichkeit mit Jacob, findet ihr nicht? Finde ich schon. Oh Gott. Da wäre ich fast ein bisschen zu früh abgesprungen. So, alles klar. Hier brauchen wir die Granatenpfeile. Und zack. Ups. Ich wechsle ein bisschen mal zu der Waffe hier. Hab ihn. Fuck. Nein, Granate. Oh mein Gott. Fuck, wieso trifft er mich hier? Ey, Mann. Das ist dieser Asi. Ach, geh zurück, geh zurück. Mein Gott, ey. Ich habe schon überlegt, ob ich die Granatenpfeile nutzen soll. Ist da noch einer? Nee, oder? Ich glaube nicht. Okay, dann schnell weiter, schnell weiter. Oh, aber das müssen wir mitnehmen, auf jeden Fall. Nice. Nice, Verbesserungswerkzeug. Nice, das ist ganz wichtig. Sehr hohe Priorität. So, gibt's hier noch was? Gibt's hier noch was? Das können wir eh nicht gebrauchen wahrscheinlich, oder? Nein, okay. So, jetzt aufpassen. Ich lade hier mal schnell nach. Ich ball einfach mal hier hoch. Fackel dich gleich ab. Achtung, zurück, zurück. Nice. Gut gemacht. Es war besser gemacht als beim Ver- Shit! Okay. Ich glaube, der hat uns nicht gesehen. Schnell plündern alle. Hier, Muni. Mehr brauchen wir nicht. Im Moment zumindest nicht. Laden wir nochmal nach. Da oben ist was. Bergungsgut. Und noch mehr Muni. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Pfeile gebrauchen auch nicht. Oh fuck. Okay, hier haben wir noch Bergungsgut. So, jetzt aufgepasst. Was war das denn? Richtig fail. Ich dachte, der fliegt nicht so hoch. Verdammt nochmal. Das war dumm. Aber ich, ein Versuch war es wert. Aber ich kann ja gar nichts mehr sagen, wie es hier abgeht. Oh fuck, Mann.
Hab ich schon gesehen, deine Scheißgranate, Mann. Achtung, da ist noch einer. Achtung, weg, 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 weg. Down. Alle down. Okay. Nee, da ist noch. Na warte, du Drecksau. Du machst gar nichts. So, einmal das hier mitnehmen. Oh, was haben wir hier oben noch? Können wir den auch plündern? Nein. Was? Wenn Feinde in der Nähe sind. Wo sind denn hier noch Feinde? Ich sehe jetzt auf den ersten Blick keinen. Ah, schade, ich habe das Fass hier nicht gesehen. Das wäre natürlich auch nice gewesen. Ich kann es nicht nehmen jetzt, oder? Nee, okay, alles klar. Jo, wie es hier einfach abgeht. Jacob, sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Gut gemacht. Die Helikopter müssen bald da sein. Sie sind hier. Du Kacke. Geschafft. Boah. Lara, bist du da? Trinity überrennt den Turm. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Verdammt, haltet durch. Schon unterwegs. So, aber zuerst holen wir dieses Windversteck hier noch. So. Oder Überlebensversteck. Nice, wir haben es erstmal geschafft. Erstmal. Was haben wir hier? Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Ey, ich glaube, so wie heute in diesem Part ging es noch nie ab. Das war ja richtig krass, ey. Wow. So, hier haben wir ein Basislager, ne? Ja. Shit, Mann. Oh, wir können hier was verbessern bei der Kletteraxt. Oh, nice. Die maßgefertigte Griffumwicklung erlaubt annähernd sofortiges Aufstellen von Türmen oder Truhen. Das machen wir auf jeden Fall. Nice. Jetzt ist die 100% geupgradet. Was haben wir hier? Schaden. Oh, ist auch nice. Das können wir noch nicht machen. Okay. Hier könnten wir den Schaden verbessern. Ne, dann machen wir hier den Schaden hoch. Was können wir hier noch machen? Schussfrequenz. Schussfrequenz. Lohnt sich das? Ne, ich warte jetzt erstmal. Weil wenn nämlich den Schaden aufbessern, ist glaube ich schlauer. Okay. Dann nichts wie weiter hier. Oder? Ja. Ach du Scheiße. Wechsel zu dem Sturmgewehr. Oh, nice Header. Habt ihr das gesehen? Was willst du? Molotow. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich muss dir... Fuck! Nein! Fuck, Mann, ich hatte gerade den Scheiß... Molotow in der Hand. Jetzt konnte ich nichts machen. Weil ich nicht dachte, da kommt noch so ein Assi. Scheiße, Mann. Es ist fast ein Jahrzehnt her, dass wir Kitesh verloren haben. In den ersten Jahren dachte ich, wir würden sterben.
Wir sind die Verbliebenen eines einst großen Volkes. Aber wir überlebten. Der Kampf wurde zur zweiten Natur und dann zur Lebensweise. Unsere Zahl verringert sich nicht mehr. Wir werden vielleicht nie wieder groß, aber wir überleben. Diesen Winter und den nächsten. Ich weiß es, denn Gott gab uns ein Zeichen. Letzte Nacht kam ein Wilder in unser Camp, abgemagert und von Fieber geschüttelt. Wir gaben ihm Essen, schnitten seinen Bart und säuberten seine Wunden. Die anderen erkennen ihn noch nicht, es ist zu lange her. Aber ich kenne ihn. Der Prophet. Der Prophet ist zurückgekehrt. So. Scheiße. Oh, nice. Oh. Nice. Habt ihr das gesehen? Das war nice, oder? Die können uns jetzt auch nichts mehr anhaben. Keine Chance mehr. Sollte trotzdem vorsichtig sein. So, weiter. Oh, shit. Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden. Hier. Oh ja, das bin ich. Hahaha. Oh Gott, jetzt geht's richtig ab. Aber, wenn die alle von hier runterkommen... Oh Gott, der lebt noch. Versucht es nur. Na los! Hallo. Da könnt ihr lange drauf warten. Stirb! Jetzt habe ich ihn noch bekommen, glaube ich. Wo, wo? Da ist der Assi. Fuck, Mann! Oh. Okay, zuerst mal den anderen ausschalten. Achtung! Scheiße! Wieso denn? Der ist hartnäckig. Das gibt's doch nicht. Fuck. Fuck, Mann, komm her. Oh, fuck, ey. Was war denn das für ein Typ? Krass. Jacob, sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit.
Vor langer Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können Ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Warte! Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Krass. Neue Ausrüstung halten. Drahtseil. Finden Sie einen sicheren Weg zurück zum verbliebenen Dorf. Boah, wie das hier abging, Alter. Krass. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war es erstmal für diesen Part. Es war genug Action für einen Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.